Hallo und herzlich willkommen beim HD Campus Newsscreen. Mein Name ist Julia. Wisst ihr, was ich an dem Job einer Journalistin so spannend finde? Man lernt faszinierende Menschen kennen, die Einblicke in ihre Welt gewähren. Man ist ganz nah dran an Situationen, die die Öffentlichkeit oft gar nicht zu Gesicht bekommt. Und ganz nah dran waren auch die Studenten unserer heutigen Sendung. Aus Ägypten nach Europa. Maram erzählt über ihre Reise nach Deutschland und die kulturellen Unterschiede. Chance Deutschland. Ranka Pretzer lehrt Geflüchtete mit viel Engagement die deutsche Sprache und Kultur. Generation Europa. Die Mondo Musical Group setzt sich mit Einigkeit und Freiheit in Europa auseinander. Wo lebt es sich statistisch gesehen am schlechtesten für Frauen auf der Welt? Ist es Saudi-Arabien, wo es Frauen noch bis vor kurzem verboten war, Auto zu fahren? Oder im Jemen, dem Land, in dem kleine Mädchen mit 11 Jahren bereits verheiratet werden? Die Antwort findet sich am Nil. Eine britische Studie der Thomson Reuters Stiftung fand heraus, dass Ägypten das Land ist mit den schlechtesten Lebensbedingungen für Frauen. Maram hatte die Möglichkeit, einen anderen Weg zu gehen. Die junge Ägypterin studiert an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Stufe TV hat sie getroffen und sich mit ihr über das Leben in Deutschland unterhalten. Die ersten 3 Monate hatte ich richtig Angst alleine. Ahlan, ana ismi Maram wa ana min Masr. Am Anfang war es für mich richtig schwierig, an die europäische Kultur zu gewöhnen. Ich war ohne meine Eltern da, also die sind dort geblieben, ich bin hier allein gewesen. Und da hatte ich auch manchmal Angst. Es war halt so ein neuer Staat, so ein neues Land. Und ja, also jeder Tag war für mich eine Herausforderung. Mich verbindet mit Europa, dass als ich klein war, war ich 3 Jahre in Hannover. Meine erste Sprache war Deutsch statt Arabisch. Deswegen bin ich auf einer deutschen Schule gegangen. Wir hatten fast alle Fächer auf Deutsch. Und in der 10. und 11. Klasse habe ich einige Praktika in Deutschland absolviert. Und jetzt studiere ich an der HDM in Stuttgart. Ich bin nach der Schule nach Deutschland gekommen, weil ich eine neue Erfahrung erleben wollte. Ich wollte einen besseren Abschluss haben. Und da ich alles fast auf Deutsch gelernt habe in der Schule, war für mich halt die Frage, ob ich in Ägypten auf Englisch studiere oder lieber nach Deutschland ziehen und dort auf Deutsch zu studieren. Wegen des Studiums musste ich halt so ausziehen und ein selbstständiges Leben führen, was bei uns auch jetzt meistens nicht der Fall ist, denn normalerweise sind bei uns die Frauen nicht unabhängig. Also sie können jetzt kein selbstständiges Leben führen, ohne verheiratet zu werden. Was in Deutschland auch anders ist, dass die Geschäfte schon um 8 Uhr zumachen und am Sonntag den ganzen Tag. Bei uns ist es gar nicht so. Man sagt immer, dass die Stadt nie schläft, weil halt so die Geschäfte bis Mitternacht offen haben und die Leute sind immer noch auf die Straße, als wäre es 6 Uhr abends oder so. Was mir noch auffällt, dass die Menschen in Deutschland richtig pünktlich sind. Also wenn dir so ein Ägypter sagt, er kommt innerhalb von 5 Minuten, dann wird er wahrscheinlich innerhalb einer Stunde da sein. Was ich auch nicht so kannte, ist, dass man in Deutschland viel in Überstunden arbeitet und Urlaub wird manchmal so vernachlässigt irgendwie. Bei uns ist es gar nicht so, also bei uns hat die Familie so den Vorrang. Ich finde auch, das Essen in Deutschland ist eher so ein Mittel zum Zweck, außer wenn man halt so besondere Anlässe hat. Bei uns ist das Essen richtig lecker und vor allem, wenn man so Besuch hat, dann bereitet man etwas Spektakuläres vor. Was mir an der europäischen Kultur gefällt, dass hier einige Sachen besser geregelt sind als bei uns, beispielsweise der Verkehr. Bei uns ist der Verkehr richtig chaotisch. Wir haben meistens so Verkehrspolizisten auf den Straßen statt Ampeln und Konsequenzen werden bei uns nicht berücksichtigt. Ich finde, die Leute respektieren auch andere hier viel besser und gehen respektvoller und höflicher miteinander um. Bei uns wird meistens zwischen den Klassensystemen unterschieden, und zwar zwischen Reich und Arm. Nach fast 3 Jahren hier in Deutschland finde ich, dass die europäische Kultur mit bestimmten Werten und Eigenschaften ausgeprägt ist. Und ich respektiere auch das. Und
habe mich auch so mit der Zeit auch dran gewöhnt. Ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Kultur. Für geflüchtete Menschen ist die Integration in die europäische Gesellschaft nicht immer einfach. Wir erinnern uns, 2015 kamen geflüchtete Menschen in großen Zahlen nach Deutschland. Die Robert-Gerwig-Schule, eine Berufsfachschule in Furtwang, hat für junge Erwachsene eine Vorbereitungsklasse eingeführt. Ihre Klassenlehrerin, Ranka Pretzer, kümmert sich mit viel Engagement um ihre Schüler. Sie zeigt ihnen den Weg. GLF TV war beim Unterricht dabei. Dein Zimmer ist 6 Nummer. Okay, danke schön. Die überwiegend unbegleiteten Geflüchteten lernen an der Robert-Gerwig-Schule die deutsche Sprache. Die Schüler von Ranka Pretzer üben die Vergangenheitsform, das Präteritum. Am Anfang war es schwer und wir haben wiederholen, danach viel lernen und viel reden. Was ist dieses Jahr in Deutschland so ganz wichtig? Neben Deutsch lernen die Schüler in dieser Vorbereitungsklasse die Geschichte und Kultur in Europa kennen. Sie sprechen darüber, was Demokratie bedeutet. Wie die deutsche Bundeskanzlerin heißt? Angela Merkel. Angela Merkel. Die Integration und die Kultur und das System und du musst mal integrieren und die Leute kennenlernen. In Deutschland heißt ja höflich sein. Ich respektiere dich und halte Abstand von dir. Und du zeigst mir dann, wann ich näher kommen kann. Das ist in vielen Kulturen andersrum. Hauptsatz und ein Nebensatz hier. Frau Pretzer geht auf die Schüler zu, motiviert sie, zeigt Perspektiven auf. Gleichzeitig gibt sie klare Regeln vor. Neues gekauft, super. Wenn sie machen nicht so, dann wir lernen auch nicht. Aber sie müssen so machen. Es kommt wirklich darauf, die Menschen zu motivieren. Und das ist eine der Hauptaufgaben von uns Lehrern. Ihnen etwas aufzuzeigen, sie zu gewinnen, auch so ein bisschen für sich zu gewinnen. Mit klaren Regeln, klaren Ansagen und auch mit einem Gefühl, dass sie einen respektieren sollten. Denn Respekt ist für sie wichtig. Allah und Nur sind Kurden aus Syrien. Mal einhalb. Bei Frau Pretzer haben sie so gut Deutsch gelernt, dass sie inzwischen reguläre Klassen auf dem Gymnasium und der Wirtschaftsschule besuchen. Ich bin auch alleine hierher gekommen, damals war ich 18. Es war nicht nur schwer, also noch schwieriger könnte es nie sein. Ich kann einfach auch überall meine Meinung sagen, also es ist Demokratie. Sprache, Bildung und Kultur sind wichtige Elemente für eine gelungene Integration. Genauso wichtig ist auch das Gefühl der Zugehörigkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich, das Zwischenmenschliche. Zu zeigen, ich bin auch ein Mensch wie du und wenn ich in deinem Land wäre, hätte ich genau die gleichen Probleme wie du. Und ich bin hier und ihr seid nicht in meiner Heimat. Also ich muss mich bewegen, ich muss noch aktiver sein, ich muss auf euch zukommen und nicht ihr auf mich. Als Berufsschule bietet die Robert-Gerwig-Schule ein Ausbildungsprofil, das auf den Beruf vorbereitet. Die Schülerinnen und Schüler haben für ihre eigene Zukunft schon ganz konkrete Vorstellungen. Vielen Dank. Hast du gut gemacht. Punkt. Am Ende ein Punkt. Jawohl. Also ich möchte Witzigmechaniker. Ich habe ein Praktikum gemacht in Brolingen bei Startfirma. Ja, mein Wunsch ist, ich will einfach meine Schule weitermachen und ich will auch was Richtung Ingenieur studieren. Also vor einem halben Jahr war das noch so, dass man, wenn eine Geflüchtete eine Ausbildung begonnen hat, dass er diesen Schutz hatte für die nächsten 3 Jahre oder zumindest für eine gewisse Zeit. Dieser Schutz ist auch schon weggefallen, so dass man wirklich jetzt die Politik abwarten muss. Können Sie deine Ausweis mehr geben? Ja, natürlich. Für 2018 sagen die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg einen Engpass von über 160.000 Fachkräften voraus. Hausaufgaben nicht vergessen. Trotzdem entscheiden die Behörden nach aktueller Rechtslage über das Bleiberecht eines Geflüchteten ausschließlich nach seinem Herkunftsland. Persönliche Anstrengungen, Lernfortschritt oder angestrebtes Berufsziel werden dabei nicht berücksichtigt. Wie wir in den beiden ersten Filmen gesehen haben, sind Freiheit und ein Leben in Frieden, so wie wir es in Europa kennen, keine Selbstverständlichkeit.
und trotzdem wird der europäische Gedanke ständig kontrovers diskutiert. Die Mondo Musical Group des Studierendenwerks in Freiburg hat sich genau mit diesem Thema befasst. UniTV zeigt, wie sich die Studierenden mit Einigkeit und Freiheit auseinandersetzen. Zunächst war es nur ein Traum von Philosophen und Visionären, ein geeintes Europa. Und aktuell? In einer Zeit, in der sich gerade mal ein Zehntel der jungen Generation mit Europa identifiziert. In so einer Zeit? Welchen Platz hat Europa da, in unserem Bewusstsein? Genau mit diesen Fragen setzte sich die Musiktheatergruppe des Studierendenwerkes Mondo dieses Jahr auseinander. Mit ihrem Stück Café Europa verwandelte die Truppe unsere Mensa mehrere Wochen in einen Ort künstlerischer Auseinandersetzung mit Themen wie Heimat, Freiheit, Grenzen und Digitalisierung. Und da begegnen sie sich. Die Menschen, die Sprachen, die Kulturen, die Meinungen. Ihr sucht Verbundenheit. Über die Grenzen hinaus, dass man mal gemeinsam über den Tellerrand schaut. Ihr sucht Bereitschaft. Ihr sucht Gemeinschaft. Seelenverwandtschaft, die den Gedanken ein Daheim schafft. Reich bleibt reich und arm bleibt arm, das macht euch ärgerlich. Warum die Chancen denn nicht gleich sind, das versteht ihr nicht. Ihr sucht Gemeinsamkeit, ihr sucht Vielfältigkeit, ihr sucht in all diesen Kulturen die Gerechtigkeit. Das Café als ein geschützter Ort mit Raum für Individualität und zugleich als prädestinierter Platz für unvorhergesehene Begegnung bietet den Darstellenden eine Kulisse, in der gestalterische Kreativität prosperiert. So entstand das Stück selbst erst peu à peu im Laufe der Proben. Den Rahmen des Projektes gestaltete die Regisseurin Stefanie Heine. Das war auch so toll bei dem Casting, ne? Dass wir einfach gesagt haben, normalerweise erzähle ich dann immer so die Rahmengeschichte. Also habe ich auch erzählt und habe gesagt, und mehr weiß ich noch nicht, das gucken wir dann gemeinsam. Und darauf haben sich alle eingelassen, also das war schon toll. Aber was ist aus der Vision einer europäischen Bruderschaft ohne Verlust der einzelnen, besonderen Individualität geworden, von der Victor Hugo bereits Mitte des 19. Jahrhunderts träumte? Europa bedeutet für mich Heterogenität, also bunt. Und trotzdem, irgendwie schaffen wir es trotzdem, eine Einheit zu sein, obwohl wir so verschieden sind. Für mich ist Europa in erster Linie meine Heimat und eine Heimat, die mir als junge Frau sehr viel Freiheit und sehr viel Autonomie ermöglicht, die ich vielleicht in anderen Ländern und anderen Arealen dieser Erde nicht hätte. Ich glaube, es hat auf jeden Fall das Bewusstsein dafür geschärft. Wenn man hier lebt und jeden Tag das genießt, was wir hier alle genießen, eigentlich sich viel zu wenig darüber bewusst ist, wie gut es uns geht. Ja, schau mal unter Hashtag Europa grenzenlos. Oh nein. Ach, Joschi schon wieder. Er mag keine offenen Grenzen. Was? Oh mein Gott, Joschi, das ist doch das Krasseste überhaupt. Du kannst hin, wo du willst. Du steigst in den Flieger und hottest zur nächsten Party. Eurozone als neutral. Mit Gesang, Tanz, Poetry Slam, Stand-up-Comedy in deutscher, französischer, englischer und spanischer Sprache bringt Mondo die Diversität Europas auf die Bühne. Eine Achterbahn der Emotionen mit Denkanstößen im Viervierteltakt. Als Einheit, fucking Einheit. Toll in dem Klischee verpackt, im Grunde sind wir alle gleich. Was man deutlich sehen kann im Graben zwischen Arm und Reich. Es ist eigentlich kein politisches Stück. Also es kommen natürlich politische Sachen drin vor, aber es geht immer um das, was die Auswirkung auf der menschlichen Ebene ist. Was landet dann beim Einzelnen und wie fühlt sich der Einzelne in seinem sozialen Umfeld? Wir kommen viel auf Heimat, auf unser kleines Ding. Also wir um uns rum, wir sind auch Europa. Die Mondo-Gruppe gehört seit mehr als 10 Jahren zur studentischen Musical- und Theaterszene Freiburgs. Dieses Jahr teilten sie in 9 Vorstellungen mit knapp 2000 Zuschauern ihre Gedanken über eine junge Generation in einer vielseitigen Welt. Ist es einfach krass, wie den Leuten nicht bewusst ist, was für eine Freiheit man hier hat und wie verwöhnt man davon ist, dass es eine Union gibt, mit deren Hilfe man wirklich den Frieden aufrecht hält. Ich wünsche so eine gewisse Renaissance, irgendwie so wieder eine Einheit zu sein. Ich hoffe, dass wir einen gemeinsamen Weg einschlagen und jeder weniger auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Ah!
Europa ist eben nicht nur Eurokrise und Brexit. Europa ist auch noch ein bisschen mehr als das. Zum Beispiel können wir in jedem EU-Land studieren, wohnen, arbeiten, uns zur Ruhe setzen. Es hat also auch seine Vorteile, seine nationalen Schranken zu öffnen und sich mit anderen Kulturen auszutauschen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir ganz nah dran sind. We'll be right back.